Moin Moin und hallo bei Awkward Truck Simulator 2 mit der TSM Map 6.3. Ich bin der Lazy LP und heiße euch herzlich willkommen zurück in der dritten Folge. In den ersten zwei Folgen, beziehungsweise in der letzten Folge, habe ich gefragt, ob wir mit oder ohne Kredit spielen wollen. Es kamen leider keine Kommentare, also spiele ich ohne. Wir helfen Ihnen, wir können Ihnen helfen zu wachsen. Ah, danke schön. Wow, ein Kredit von 500.000. Ja, wenn das mal in echt so wäre, ich glaube, dann würde sich jeder selbstständig machen. Ja, ich denke, ohne ist es doch wirklich am besten. Was haben wir hier denn? Ein Windkraftanlagensegment. Schwer. 15 Tonnen von Recklinghausen nach Essen. Das Ganze in einem DAF XF Euro 6 Space Aero. 2300 machen wir. 8400 haben wir. Und ja. Ja. Ich habe gesehen, dass. Lass mal Motor an. Licht an. Ja, haben wir angeguckt. Tada! Da ist er. So, dann machen wir auch noch den die Warnlampe an und dann geht's los. Dann fahren wir jetzt nach Essen zu Weberos. In die Richtung. Oh Mann. So, fahren wir. Oh ja, wunderbar. So, machen wir auch noch die lenkungsbasierte Kamera an. Lenkungsbasierte Kamerasteuerung oder so ähnlich heißt das. Ja, ich habe gesehen, dass die ersten zwei Videos, dass die Qualität, bescheiden wäre zu bescheiden ausgedrückt, nicht gut war. Das ist mir aufgefallen, dass beim Video rendern dass die Einstellung bei der Qualität, dass da ja runtergedreht worden ist, aber auch schon bei der Aufnahme wurde hatte ich irgendwelche falschen Einstellungen, die ich mittlerweile geändert habe. Und ja. Ja. Auch beim Ton hat sich ein bisschen was geändert, weil ich habe gewechselt. Genau, und das war nämlich das Problem, dass ich mit OBS aufgenommen hatte und irgendwie da eine ganz falsche Einstellung hatte von wegen her der Qualität und ja, die Aufnahmen daher nicht so toll geworden waren. Jetzt benutze ich OBS Studio und ich muss sagen, die Aufnahmen werden jetzt gut, da ich auch vernünftige Einstellungen gemacht habe. Ja. Und mal gucken, wie es weiterläuft. Die Resonanz auf das erste Video, das war so super, muss ich sagen. Nach noch nicht mal zwei Wochen die 100 Views.
erreicht. Das fand ich super, muss ich sagen. Habe ich nie und nimmer mit gerechnet. Eher so wie beim zweiten Video nach einer Woche, noch nicht mal 10 oder so. Ja, knapp einer Woche. Und hier steht ein Blitzer für alle, die hier längs fahren müssen. Ja, ich werde das Projekt trotzdem durchziehen, auch wenn, naja, wer weiß, ob sich noch jemand hier die dritte Folge antut oder ob ich das nur für mich mache. Ich werde es hier durchziehen, die Map zu erforschen, die Landschaft zu erkunden, die Kühe auf der Weide zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nur rote Ampel. Ja, jetzt habe ich mich verzählt. Naja, wie auch immer. Toll, jetzt stehe ich. Natürlich wollen wir, möchte ich hier ein kleines Imperium aufbauen. Und in jeder Stadt irgendwann eine Garage haben und Angestellte haben und ach, den ganz normalen Kram halt, den man alles haben möchte. Entschuldigt, aber es hat sich ein Frosch verlaufen. Ja, wir sind gleich da in 25 Kilometer. Und dann haben wir den Auftrag auch schon wieder erledigt. Ja, auch mein anderes Projekt, wo ich weiß, oder wo ich wusste, dass das nicht so viele Views geben wird. Oh. Glaube, ich muss gleich mal eben einen Schluck trinken. Ja, wie gesagt, Logistics Company, wusste ich, dass das nicht so viele gucken werden. Und ich glaube, nach 2 oder 3 Tagen gab es erst den ersten View. Na, ist halt so. Macht nichts. Bloß ich habe mir auch mal Let's Plays gesucht gehabt und dann leider keine gefunden gehabt. Und darum werde ich das. Oh, fahr! Mann! Jetzt wusste ich, dass das umspringt, dass die Ampel umspringt auf Rot. Ja. Dass ich Let's Play gesucht habe und ja, das immer nur beim Let's Test oder angespielt oder wie sie sich alle schimpfen, geblieben war. Und nach 3 Folgen war immer Schluss. Und das heißt, die Sache, die ich eigentlich sehen wollte, oder natürlich wollte ich alles sehen, das konnte ich gar nicht sehen. Und das hat mich natürlich geärgert. Und darum sage ich mir, ich ziehe das durch, weil kann sein, dass in 2 Jahren oder wann auch immer irgendjemand kommt und das sehen will. So wie es bei mir der Fall war. Ah, hier haben wir wieder eine Arbeitsagentur. Das ist ja für später wichtig. Ja, komm hier mal so rausgeschossen. So, da kommt der nächste. So, fahren wir dann hier so längs. Genau, fahrt. Kommen wir hier rum und schon sind wir da. Dam, dam, dam. Jetzt noch eben einparken. Kleinigkeit.
Isaac. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Mal gucken. Oh. Passt. Passt, 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 passt. Und Ding. Fertig. Absatteln. Und Geld kassieren. Wir nähern uns unserem Ziel. Und nicht ganz. 150 Punkte fehlen. Und unseren 100.000 sind wir auch schon ganz nah. 10% haben wir schon. Gucken wir mal weiter. Och, nach Hamburg von Bremen. In Gelsenkirchen. Was nehmen wir da? Oh, am meisten bringt zwar das, aber wir wollen ja auch andere Städte sehen. Oh, fahren wir eine Baumaschine nach Gelsenkirchen. Und gucken. Wir fahren jetzt ein Iveco. Licht an. Achso, angucken, was haben wir denn da? Oh. Eine Baumaschine. Strabak. Machen wir natürlich noch unsere Leuchten an. Ein Braker Kennzeichen. Aha, was haben wir vorne? Leipzig. Ja. Dann fahren wir los. In 3,5 Stunden sollen wir da sein. In 6,5 Stunden sollen wir da sein. In 3,5 sind wir da. 11 Stunden dürfen wir. Wunderbar. So, wir sind wieder in Bremen, ne? Ja. Wunderbar. Sind in Bremen. So, jetzt habe ich auch eine vernünftige Navi-Anstellung. Dann fahren wir mal eben nach Gelsenkirchen und liefern da ein Baugerät ab. Ein Baugerät zum Bagger. Fahren wir uns einen Autotransporter. Ja, denk dran, hier links ist der Blitzer. Da ist die Jet-Tankstelle. Ja, eine rote Ampel. Okay, wir müssen gleich rechts rum. Das heißt, wir bleiben hier rechts. Und ja. Dann geht's auf die A1. Nach Gelsenkirchen. Wo geht's überhaupt wirklich hin? So. Schön blinken. Zu Daxa. Oh, ich glaube Daxa. Wenn das da wieder durch dieses Tor fahren und hast du nicht gesehen, dann wird das lustig. Aber auch das kriegen wir gebacken. Oh, ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder rum. Aber das macht gar nichts.
Und ich sehe, es fängt an zu regnen. Das heißt, ich kann da schon mal den Scheibenwischer anmachen hier. Ich finde das auch gut, dass es nicht regnet, aufhört, sondern dass es langsam anfängt zu regnen und langsam wieder aufhört. Na gut, ich mache hier dann jetzt erstmal, oh, da überholt einer, da, und jetzt kann ich rüber, wunderbar. So, also ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, wie auch immer. Und schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Das heißt, Lazy LP spielt den Euro Truck Simulator 2 auf der TSM Map 6.3. Okay, bye bye, bis dann. Ciao.